Na gut, gehen wir es an. Der Kampf gegen die Kontrollen. Also ich will jetzt eigentlich nur hier gucken, was in den Nischen ist. Aber der Dreher bringt mich immer woanders hin. Na gut, dann gucken wir mal den Teleporter da rein. Das wäre jetzt G. Nee, das ist C, stimmt. Da hatte ich mich hier verzeichnet. Und was dahinter ist. Also erstmal, Stein ist auf dem Weg zu uns. Und hä? Da ist jetzt auch ein Teleporter aufgetaucht irgendwo. Das ist echt irritierend. Dass mal da ein Teleporter ist, mal da, mal nirgendwo. Na gut, nächster Versuch, gegen die Kontrollen zu kämpfen. Hey, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, an eine Seitennische zu kommen, wo nichts drin ist. Also sobald man das da betritt, läuft man schnurstracks zum Teleporter. Und es sind noch keine Gegenstände hier eingezeichnet. Das Einzige, was da noch sein könnte, wäre irgendwelche Schalter. Aber gut. Wir laufen den Steinweg mal lang. Dann haben wir hier einen Teleporter und da flackert eine Wand hinterm Teleport. Das heißt, wir warten jetzt, bis der Teleporter weg ist und huschen da rein. Tada! Heiltrank, Heiltrank und... Es ist nur eine optionale Kiste. Ich wollte einen Quest-Gegenstand finden. Und jedes Mal, wenn wir teleportiert werden, werden wir auch in Stacheln teleportiert. Was nochmal ein extra netter Bonus ist. Aber gut. So, also wir haben... Warum ist das da so komisch blau? Reflektor. Na gut. Wo müssen wir jetzt eigentlich noch weiter? Wir brauchen das blaue Ding für die Tür. Es könnte natürlich sein, dass wir hier noch gar nicht weiterkommen. Oh, da ist auch noch eine Tür. Sonst hätte ich jetzt gesagt, vielleicht kriegt man den blauen Schlüssel erst, wenn man im anderen Dungeon war. Also in dem Amboss Dämmerung. Den haben wir ja auch noch gar nicht betreten. Aber gut, ich mache meinen nächsten Versuch, da oder dahin zu gelangen. Ha, geschafft. Okay, hier ist schon mal kein Schalter und da drüben sehe ich auch keinen. Nee. Wozu ist das dann? Wir werden dahin teleportiert, kriegen Schaden und können nur da wieder in den Teleporter reingehen. Also, komisch. Jetzt haben wir noch die ganzen Druckplatten hier. Also auf keine der Druckplatten wird ein Stein rauflaufen. Das heißt, wir drücken die jetzt einfach mal. Und gucken, ob irgendwo irgendwas anders ist. Nicht im Teleporterraum. Hier anscheinend auch nicht. Also da war die eine Truhe. Hier war noch eine Truhe und zwei Waffenständer. Und die beiden Druckplatten waren auch schon vorher begehbar. Das heißt, wir springen jetzt in die Stacheln. Kriegen hoffentlich nur einmal Schaden. Ja. Und legen jetzt ganz viele Steine auf die... Oh, nur ein Stein. Das ist doch mal zuvorkommend. Also wir legen einen Stein auf die Druckplatte. Schauen, was die jetzt macht. Zusammen mit dem. Die macht hier auch nichts. Die Tür da hinten ist immer noch zu. Beim Teleporter ist auch nichts anders. Okay. Tun wir auch einen Stein rauf. Tun wir auch zwei Steine rauf. Das ist wieder so eine doofe Platte. Drei Steine. Okay, drei Steine reichen. Gut, dann gehen wir jetzt zu der dritten Druckplatte und hoffen mal, dass jetzt irgendwo irgendwas... Ah, sehr schön. Passiert. Was brauchen wir hier für einen? Ein Kupfer-Sonnenschlüssel wahrscheinlich. Schön, schön. Ja, was hätte von der Story echt keinen Sinn gemacht, wenn wir jetzt einen Abstecher gemacht hätten zum Amboss der Dämmerung. Weil was sollen wir da? Wir wollen jetzt eigentlich mit Hilfe der Truhe die Schlacke des Unheils oder des Bösen fangen. Und die vermuten wir immer noch hier in der Festung, weil hier der Kriegsherr irgendwo sein soll. Das
unser Plan ist, wir legen uns den Kriegsherrn an. Entweder erschlagen wir ihn und schnappen uns die Schlacke. Oder wir stehlen die Schlacke unter der Nase weg und sperren die ein und besiegen dann den Kriegsherrn. Weil ohne die Schlacke müsste er ja eigentlich ein stinknormaler Mensch sein. Also stinknormal in Anführungszeichen, denn wir sind ja auch nur ein Mensch und töten hier Horden von Dämonen und Geistern und was weiß ich. Aber er müsste auf jeden Fall sterblich sein ohne die Schlacke. Wände, wo wir nicht durchgehen können. Und ein stehender Stein. Das mag ich schon mal nicht. Lauter Steinblöcke, die mag ich eher. Das heißt, wir werden wahrscheinlich den Stein da hinschieben müssen. Ha. Das heißt, wir sehen. Wenn wir die Kugel jetzt nach da rollen, prallt sie gegen die Wand. Wenn wir sie nach da rollen, prallt sie gegen die Wand und wir können sie nur noch hin und her rollen. Das heißt, wir machen jetzt was? Ich würde gerne hier, also oben rechts von uns, einen steilen Block hinstellen. Damit wir dann von unten die Kugel anstupsen können, dann donnert sie gegen den Block, bleibt hoffentlich stehen. Und wir können sie dann darauf schieben. Aber wie kriegen wir den Block da nicht mit? Gar nicht, ne? Doch. Wir zerstören den Block hier oben, schieben den Block einen nach unten. Dann müssten wir eigentlich dahinter gehen, um ihn wegzuheben zu können. Nee, das geht auch nicht. Das ist ja doof. Ich check mal kurz die Wände, ob hier irgendwo was flackert. Was machst du überhaupt? Du machst da die Wand auf. Ja, das scheint schon mal wichtig zu sein. Können wir die vielleicht mit einem einfachen Stein auslösen? Aber ich denke mal nicht, sonst hätten sie nicht die ganzen Blöcke hier hingestellt. Außerdem haben wir gar keinen einfachen Stein mehr. Nur noch die kleinen. Ja, das bringt gar nichts. Also gut, gucken wir nochmal kurz die Karte an. Wir können die Kugel ja auch nach da schieben. Also erstmal den Steinblock nach links schieben. Dann gehen wir hier hin, schieben die Kugel nach rechts, sie donnert gegen die Wand. Wir können da rumgehen, wir können die Kugel nach oben schieben. Steht sie im Weg. Das bringt auch nichts. Oder wir benutzen einfach einen von unseren magischen Steinblöcken. Wir haben jetzt hier schon in letzter Zeit 3 Stück bekommen. Nö, 2 Stück bekommen. Das heißt, wir haben 3. Also ja, damit könnten wir einfach schummeln. Aber komm, Gerogon, das schaffst du. Wir gucken uns das Ding jetzt genau an und überlegen, wie wir das schaffen könnten, ohne einen magischen Block zu verschwenden. Also, die Steinblöcke sind so positioniert, dass wir sie nicht in die Mitte des Raumes bewegen können. Wir können den unteren nur nach links und rechts schieben, dann haben wir keine Druckmöglichkeit von den anderen Seiten mehr, genauso wie hier. Und da können wir auch nur von der Seite runterschieben. Wir könnten einen von den beiden zerstören, um hinter den anderen zu kommen. Bei dem hier macht es keinen Sinn, bei dem hier auch nur bedingt. Wir könnten ihn zwar nach unten schieben, aber dann kommen wir nicht an die Seite ran, um ihn wieder in die Mitte zu schieben. Und ziehen können wir Blöcke gar nicht, wenn ich das richtig gesehen habe. Also ja, die Steinblöcke sind eigentlich total Wayne. Was ist mit der Kugel? Oh, wir können was ganz Doofes machen. Wir schmeißen uns vor den Stein. Ja, ich weiß, der ein oder andere wird sich noch erinnern in der dunklen Laterne, wo ich schon mal auf so eine geniale Idee gekommen bin. Aber diesmal könnte es funktionieren. Nee, ernsthaft. Also, ich gehe jetzt... Und dann müssen wir schneller sein als der Stein, oder? Ja, das kriege ich nicht hin. Also mein Plan war gewesen, wir schieben den Block da unten nach rechts, gehen hinter den Stein, schieben den Stein an, laufen um den Stein rum, hierhin, wo wir jetzt gerade stehen, dann donnert der Stein gegen uns, bleibt stehen, wir gehen dahin und rollen ihn auf die Platte. Aber das wird nicht klappen. Wir werden den Block wegschieben, den Stein anschubsen und er rollt dann bis da oben und hängt da fest. Also drücke ich jetzt einfach diese doofe Platte mit dem Block. Was soll's. Dafür sind die da. Dafür hat Gott sie geschaffen. Also. Und wir ignorieren das doofe Rätsel einfach. So, es ging da unten auch noch weiter. Da gucken wir erstmal rein. Oder war das...
Was ist der Weg nach unten? Weg nach unten. Okay. Hier geht's weiter hoch. Naja, es war ja auch eine Burg oder eher ein recht langgestreckter Turm. Also macht es Sinn, dass es so viele Geschosse gibt. So viele Geschosse gefüllt mit gefliegenden Dämonen. Ist ja schließlich die Burg des Bösen, ne? Ein Geheimgang mit einem Schalter, der irgendwas macht. Ich glaube, das da ist aufgegangen. Und da drin ist ein Raum mit noch mehr geflügelten Dämonen. Und hoffentlich irgendwo eine Kiste. Denn wenn die Waffenschränke da sind, ist auch meist eine Kiste in der Nähe. Noch ein Knopf, der macht da wahrscheinlich nur die Tür auf und. Ne, er macht nicht die Tür auf und zu. Also wir haben wieder einen Knopf gedrückt, der irgendwas gemacht hat. Da war ein goldenes Schlüsselloch. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Jo, sieht aus wie ein Ankh. Heilen wir uns erstmal hoch. Und das schreiben wir gleich mal auf. So, da. Ankh. Steht hier was Besonderes? Nee, Burg des Bösen, Türme. Oh, stimmt. Da ist der eine Turm, da ist der andere. Nee, das ist derselbe Turm. Wir sind hier hoch und da raus. Also es ist doch wohl nur ein Turm. Was macht die Druckplatte? Anscheinend gar nichts. Was macht der Schalter? Das da auf. Die Druckplatte macht immer noch gar nichts. Das glaube ich doch irgendwie nicht. Aber hinterfragen wir mal nicht. Wir gehen einfach weiter hoch. Oh. Da fällt mir auf, wenn wir so oft hochgehen und wenn hier schon eine Tür ist mit einem goldenen Schlüssel, vielleicht sind das hier die Privaträume von dem Kriegsherrn. Wir gehen jetzt immer weiter hoch, quasi in sein Büro. Ja, ich sollte gleich mal einen Cut machen und abspeichern, nur für den Fall, dass wir gleich einen Bosskampf haben. Meine Magie ist tödlich. Ja, das solltest du sogar definitiv machen, denn da hat gerade jemand im Hintergrund gesagt, meine Magie ist tödlich. Und das wird der Kriegsherr sein. Aber hier war erstmal noch ein Dämon. Den bringen wir schnell um. Putzel. Und das sieht aus wie ein Einwegtrip. Also. Ja, speichern wir jetzt ab. Ich mache einen kleinen Cut. Regeneriere hoch. Und in der nächsten Folge legen wir uns eventuell mit dem Kriegsherrn an. Das verspricht interessant zu werden. Und tödlich, laut seiner Aussage. Aber gut, das werden wir dann sehen. Bis denne.